Wir haben Ende September, die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen nach unten. Zeit, die Hokkaido-Kürbisse zu ernten. Die Stiele sind jetzt alle gut trocken. Also sind die Kürbisse lagerfähig. Wir haben ja auch die Hokkaido-Kürbisse aus Samen gezogen. In drei verschiedene Preisgruppen. Heute will ich sie mal ernten und nach Preisgruppe sortieren. Dann können wir vergleichen die Größe, das Gewicht und für welche Preisgruppe, dass ich am meisten Früchte erhalten habe. So, die Hokkaido sind geerntet und die Pflanzen liegen auf dem Kompost. Jetzt wollen wir mal schauen, der Unterschied zwischen den billigsten Samen und zwischen den teuersten Samen. Ihr wisst ja, wir haben ja mal einen Test gemacht, wie sich die Pflanzen entwickeln. Und ich habe Samen angebaut in verschiedenen Preisklassen. Von der billigsten Preisklasse konnte ich zwei Hokkaido-Kürbisse ernten mit einem Gesamtgewicht von 1991 Gramm. Die Samen haben gekostet seinerzeit, ich glaube, 70 Cent. Das sind die Kürbisse von der mittleren Preisklasse. Mit einem Gesamtgewicht von 2670 Gramm. Hier konnte ich drei Stück ernten. Die Samen seinerzeit haben gekostet 1,20 Euro oder 1,30 Euro so dazwischen. Bei der teuersten Preisklasse von knapp 4 Euro, ich glaube 3,99 konnte ich drei Kürbisse ernten mit einem Gesamtgewicht von 2717 Gramm. Das heißt, die Differenz vom teuersten bis zu der mittleren Preisklasse sind 47 Gramm. Wenn man sich vorstellt, das ist eine halbe Tafel Schokolade. Und es sind ja dann doch ungefähr fast 2,50 Euro Preisdifferenz. Und somit kommen wir auf ein Gesamtgewicht von 7378 Gramm. Ich gebe mich zufrieden. Ich weiß es vom Jahr zuvor, da hatte ich eine Hokkaido-Pflanze und genau zwei oder drei Kürbisse dranhängen. Für nächstes Jahr werde ich mir einen anderen Platz suchen und ich werde sie auch nicht mehr in Folie reinsetzen wie dieses Jahr und letztes Jahr. Denn ich habe gesehen, dass Pflanzenreste, die noch intakt waren, bei den Blumen drin waren. Und alles, was hier auf der Folie war, war vertrocknet. Vor ein paar Jahren hatte ich noch pro Pflanze ungefähr 7 und das auch ziemlich große Hokkaidos. Jetzt muss ich schon mehrere anbauen, um auf die bestimmte Stückzahl zu kommen. Ich werde die Hokkaidos nicht allzu lange lagern, weil ich festgestellt habe, dass die Stiele zwar von außen her abgetrocknet sind, aber im Inneren sind sie noch ziemlich grün. Sie sind schon reif, man kann es essen. Ihr seht selber mit den Sämereien, es muss nicht immer die teuerste Firma sein, auch die Firma mit dem Samen in der mittleren Preisklasse hat sehr gute Früchte getragen. Also beide, die
Die teuersten und die mittlere Preisklasse haben einen großen Hokkaido und zwei kleine. Und da alle ziemlich ähnliche Platzverhältnisse gehabt haben, denke ich, ist keiner benachteiligt worden. Die billigste Preisklasse, das war nochmal vor lauter Zettelwirtschaft, fast 2 Kilo. Ja, das kommt daher, weil einer weniger ist und so ein Hokkaido hat im Schnitt ungefähr 600, 700 Gramm von den kleinen. Wäre noch ein dritter da gewesen, dann wäre es ganz schön eng geworden. Ich würde vielleicht nicht mehr die günstigen kaufen, sondern die mittlere Preisklasse, weil die Differenz zwischen mittlerer und teurer Preisklasse, dafür kriege ich wieder 2 andere Sämereien. Aber ihr müsst es selber entscheiden, was für euch am besten ist. Und damit beende ich auch den Test mit den Hokkaidos. So, heute wollen wir mal schauen. Oh ja, die kann man ernten. Bei den Pepinos, was da reif ist. Die ist schön und ist auch weich. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die ist auch schön von der Farbe her. Die nehmen wir auch mit. Und jetzt schauen wir noch mal nach den Pflanzen. Die war auch im Tomatenhaus, war, die ich aber schon vor länger rausgestellt habe. Na, man sieht's. Die Ameisen mögen die Frucht genauso. Die ist noch zu fest. Die ist noch schön. Und bei der Pflanze, die schon immer draußen im Freien gestanden ist, da werden wir heute wohl am meisten ernten. Die ist noch ein bisschen fest. Die ist auch noch fest. Und das ist meine heutige Ernte der Pepinos. Zumindest die, die reif sind. Das erkennt man daran, wenn sie so eine Farbe bekommen wie hier. Und wenn man mit dem Finger ein bisschen drauf drückt, dass sie weich werden. Weil grüne oder unreife, die sind richtig hart. Für alle die, die Pepinos anbauen wollen, die im Freien sind größer und schöner als die im Tomatenhaus. Weil scheinbar brauchen sie ja richtige Wärme, also Sonne. Und das haben sie ja an der Seite nicht. Weil die Bäume, die hinter mir sind, jetzt um die Uhrzeit schon Schatten schmeißen. Man sollte meinen, keine Tier weiß, was eine Pepino ist. Und trotzdem habe ich hier eine Fraßstelle.
Die Ameisen haben sofort spitz bekommen, dass sowas gut sein kann. Und schlemmern jetzt dann meine Pepino weg. Und hier bei der Kleinen sieht man, nicht jede wird schön. Sie ist klein, sie ist reif, aber sie hat auch einen Mangel. Die von der Ameisen, die schneide ich jetzt mal an. Also saftig, saftig sind sie, ja, da kann man nichts sagen. Das Gehäuse innen von den Körnern ist auch relativ weich. Saftig sind sie wie Wassermelonen. An den Geschmack muss man sich halt gewöhnen. Also meins ist es jetzt nicht unbedingt. Aber ich werde die noch zusammen essen, bevor ich dann im Garten weitermache. Und das ist die heutige Ernte von einer Tomatenpflanze, der Black Pier. Und es hängen immer noch sehr viel Grüne dran. Die Bohnen wurden eigentlich schon vor ein paar Wochen geerntet. Ich habe die Pflanze aber noch im Garten drin lassen. Und dann haben sie wieder angefangen zu blühen und tragen auch schon wieder kleine Bohnen. Die größeren von denen, die werde ich jetzt mal abernten. Na, die Größe ist da noch okay. Naja, ein paar sind es auch geworden. Es hängen aber mindestens noch mal so viel daran, die aber noch relativ klein sind. Gibt es also noch einmal eine Suppeneinlage. Eins von den beiden Karottenbeeten muss ich jetzt dann diesen Monat noch leer machen. Es ist Oktober. Oktober wird der Knoblauch gesteckt bei mir. Hier diese Hochbeetgeschichten sind relativ dick geworden, aber nicht lang. Und für die Suppe heute braucht meine Frau kleinere, schmälere Karotten. So wie die hier. So, sieht man es vielleicht besser. Die große nehme ich wieder her zum Kuchenbacken. Ja, Karotten ist das, was dieses Jahr recht gut gewachsen ist. Der Gurkentower hat sich dieses Jahr total gelohnt. Einige Pflanzen sind schon eingegangen, andere blühen noch und tragen immer noch Früchte. Die hier, das ist die Johanna, die habe ich schon rausgenommen. Die lasse ich noch drin. Die tragt auch noch eine Gurke. Die Pflanze da hinten. Die ist fertig.
Die hat aufgegeben, mehr Platz wieder für die Arola. Die immer noch kleine Gurken dran hat. Aber die werde ich jetzt auch mal ernten. Hier. Auch hier in diesem Bereich wachsen noch gesunde Gurken und teilweise blüht die Pflanze auch noch. Ich werde jetzt mal die Blätter, was von der Braunfäule betroffen sind, abschneiden. Und die Pflanze kriegt heute noch mal ein bisschen Dünger. Wir stehen nun vor dem Beet mit den Karotten, wo ich die Erde aufgehäufelt habe. Durch den Regen ist viel wieder zusammengebrochen und dementsprechend sieht man es auch an den Karotten. Da, wo die Dämme wieder glatt worden sind, da gibt es Karotten ungefähr in dieser Größe. Und da, wo er noch hoch ist, so wie es sein sollte, da sieht man, dass dann die Karotten dann doch etwas länger wurden. Es hat sich also auf jeden Fall gelohnt, wenn ich es nicht vergessen hätte zu vereinzeln, dann wären es vielleicht noch ein bisschen schöner und etwas dicker, wie im Hochbeet.